Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord unseres City Nightline 471 auf der Fahrt von Berlin-Gesundbrunnen nach Zürich. Mit den Unterwegshalten Leipzig, Frankfurt-Main-Süd, Mannheim, Karlsruhe, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg im Breisgau und Basel. Berlin-Gesundbrunnen, 21.40 Uhr. Heute steht einmal mehr eine Nachtschicht ins Haus. In Berlin-Gesundbrunnen übernehmen wir heute den City Nightliner 471 zur Fahrt nach Zürich Hauptbahnhof auf dem Abschnitt bis Leipzig. Wegen Bauarbeiten wird der Zug über Delitzsch umgeleitet, was fahrzeittechnisch aber keine Relevanz hat. Leider gab es beim Bereitstellungsprozess Verzögerungen, sodass der Zug aktuell rund 10 Minuten verspätet ist. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train-Simulator. Wir öffnen als erstes die Tür und rüsten dann unsere BR101 Verkehrsrot Expert Line von Virtual Railroads weiter auf. Zugbeeinflussung. Obere Zugart. LZB schon mal aktivieren. Fahrtrichtungswender nach vorne. Und AFB ein. AFB. So. Der möchte im Nachtmodus bedient werden und hier müssen wir noch, machen wir auch mal Nachtmodus, den richtigen Fahrplan auswählen. CNL 471, City Nightliner 471, Berlin Gesundbrunnen, ZF GSMR, das mag wohl auch so stimmen. Weiß nicht, kann man das noch irgendwie? Nö. Da gibt es scheinbar keinen Nachtmodus. Gibt's schon, aber kann man jetzt hier natürlich nicht bedienen. Instrumentenbeleuchtung machen wir noch an. Dann, das ist uns zu hell, das Cap Light. Wir machen die kleine Desklampe an. Und Zug. Signalbeleuchtung. Gibt auch noch Fernlicht, das werden wir später mal benutzen. Schauen wir mal. Ja, hier unsere wunderschöne Lok. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, uns die Nachtzugwagen, auch von 3D-Zug, müsst ihr noch extra kaufen, zu der Aufgabe anzuschauen. Gefallen mir aber sehr gut. Vor allem hier hinten diese Doppelstock-Schlafwagen. City Nightliner, die finde ich klasse. Wobei am Snackautomaten, da, weiß nicht, kann man da reingehen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo es hier nach oben geht, aber okay. Und da sind wir schon beim letzten Wagen. Drüben fährt die S-Bahn. Und wir können wieder nach vorne in unsere Lok. Ja, schöner langer Personenzug. Ich spring mal einfach ins Cap rein. So, Ansicht ein bisschen anpassen. B kann ich schon mal auf 40 stellen. So, Türen sind geschlossen. Und wir lösen die Bremse. Wir tappen einmal, weil das Signal, das wird nicht grün, zumindest nicht in der Version, wie ich es hier habe. Und wir fahren da mit Befehl einfach drüber. Und wir fahren da mit Befehl einfach drüber.
Irgendwas vergessen? Nö, Türen sind zu. Bremsen waren gelöst eigentlich. Schaltet keine Leistung auf. Na, jetzt wollte er Leistung aufschalten. Da hat es wohl ein bisschen mit der AFB geklemmt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord unseres City Nightline 471 auf der Fahrt von Berlin-Gesundbrunnen nach Zürich. Mit den Unterwegshalten Leipzig, Frankfurt-Main-Süd, Mannheim, Karlsruhe, Baden-Baden-Offenburg, Freiburg im Breisgau und Basel. Für die kleinen und großen Dinge hier in diesem Zug sprechen Sie sehr gerne uns vom Zugpersonal an. Wir möchten Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise und einen guten Schlaf hier bei uns im Zug. So, da kommt noch eine S-Bahn. So, ich bleibe erstmal im Startprogramm der PZB mit dem Wechselblinken. Weil ich ja die mit Befehl über das Signal gefahren bin. Wir müssen zum Hauptbahnhof. Ja, Zeiten, wie gesagt, 10 Minuten Verspätung war ja in der Aufgabenbeschreibung schon so angekündigt. Und wir können auf 90, das Wechselblinken ist vorbei. Kommt auch gleich 90 auf der Strecke. Express. Fahrt Berlin Hauptbahnhof. Freigabe.
Türfreigabe. Türfreigabe. So, ziehen wir noch ein bisschen vor. Siefer, hier schlecht zu erkennen bei dem hellbeleuchteten Cap. So, Berlin Hauptbahnhof, wir können die Türen öffnen. Und ich glaube, wir können hier auch einmal weiterblättern. Bis zum Südkreuz. AFB habe ich mal rausgenommen, da ich ja manuell gebremst habe. So, bist du komplett drinne stehen? Ja, danke, liebe Treppe. Ja, steht komplett am Bahnsteig. Türen alle geschlossen, wir gehen nach vorne. Aber Signal zeigt noch rot. Ich denke, wir können da noch ein bisschen warten. Wir sind sowieso zu spät dran. So, komplette Kippbeleuchtung mal an. Ja, 120 bis Berlin-Südkreuz gleich. Berlin Hauptbahnhof tief mit 120 raus. Bei 3,1 sind wir da aus dem weichen Bereich raus. Guten Abend. Wir begrüßen auch alle in Berlin Hauptbahnhof zugestiegenen Reisenden hier an Bord. Und da haben wir Ausfahrt. Nach Zürich Hauptbahnhof über Frankfurt am Main, Mannheim, Karlsruhe Hauptbahnhof, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg im Breisgau und Zürich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. So, dann können wir ruhig mal Fernlicht anmachen im Tunnel. So, Wechselblinken ist auch raus, das heißt, wir können eigentlich auf 120 beschleunigen. Schön am Potsdamer Platz vorbei donnern.
eigentlich Leistung rausnehmen? Beherzt bremsen. Türfreigabe. 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 Und kurz vorher kommt die SIFA nochmal. Und die Türfreigabe. So, sind wir am Bahnsteig? Ja, wir sind am Bahnsteig. Das sieht gut aus. So, es gibt leider keine Taste 5 bei den Wagen. Aber was soll's. Was haben wir denn hier? Unsere Züge schon, die Umwelt, unsere Preise schon, ihren Geldbeutel. Ja, ich glaube, eins davon ist gelogen. Eine dieser beiden Aussagen erachte ich als nicht wahr. Okay. So, Leistung ist raus. AFB nehme ich auch nochmal wieder zurück, weil ich manuell gebremst habe. Das wird der Grund auch gewesen sein, warum die beim Start nicht angefahren ist. So, Südkreuz bei 8,0. Hier kommt ein Kilometerwechsel und 140, 160. Und nach diesem weichen Bereich werden wir in die LZB aufgenommen. Signal ist noch rot. Abfahrsignal haben wir bekommen. Wir warten einfach mal noch ein paar Sekunden. Können wir abblenden. Ist noch an? Ja, ist noch an. Ist doch viel freundlicher. Da ist das Ausfahrsignal. So, Bremsen lösen. AFB ist noch im Wechsel blinken. Los geht's. Erstmal aus der restriktiven Überwachung hier raus. Guten Abend. Ja, da wäre die Harttafel gewesen, okay. Jetzt können wir uns auch befreien. Störung. Zwangsbremsung. 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 Hab ich da einen Magneten übersehen? Da war doch kein Signal. Was war das denn? Keine Ahnung, also ich habe kein Signal gesehen. Zwangsbremsung. Türfreigabe. Lass mal Leistung zurück. Ah, hier wird keine Tür freigegeben. Zugbeeinflussung. Wir sind 80, ne? Eine Ankündigung habe ich nicht gesehen. Bin ich drüber gekommen vielleicht? Steht nicht in meiner Ebola. Okay, weiter geht's. Es tut mir leid, liebe Fahrgäste, muss ich mich jetzt eigentlich für entschuldigen, aber hier gibt es ja keine Durchsage.
Zumindest nicht von mir, wir haben hier einen Zugchef dabei. Der darf das gerne mal erklären. So, fängt auch direkt an zu regnen. Ja, Ausfahrt mit 80 stand da. Ich depp. Sind ja sowieso schon zu spät. Ja, jetzt 120 oder was? Ah, ja, 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 ja. Jetzt müsste jeden Moment die LZB kommen. Was haben wir denn hier? 5, 6. Ah, jetzt sind die mal angegeben. Also bei 6, 8 kommt die LZB. 5, 8. Ein Kilometer noch. War zwar bei Kilometer 7 ungefähr. So, Hebel to the table. Das heißt, die beiden nach vorne. Und jetzt kümmert sich die LZB da drum. Und wir müssen 86 Kilometer bis Lutherstadt Wittenberg fahren. Blenden wir mal auf. Und genießen die Soundkulisse. Ich mache bei mir auch ein bisschen lauter. Ich finde, die klingt nämlich total geil, wenn die gleich 200 fährt, sind hier die Zuggeräusche der Hammer. Überholen noch die S-Bahn. Geht auf 200. Und 13,0. Das heißt, wir können hier weiterblättern.
war dann Telto. Großbären. Ja, Großbären. Haltepunkt. Felde, oder? Dürfte noch nicht. Birkengrund Süd war das. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Ja. Jetzt kommt Ludwigsfelde. Kleine Überholung. Der Verkehr muss wieder warten in Ludwigsfelde. Oh, es blitzt. Hier ist nicht viel los. Wir können mal schauen. 30,1 kommt Tyro. Ja, hier steht es auch nochmal. Alles gut. Wir sind bei 28,0 Kilometer. 28,2. Nachts ist halt mehr Güterverkehr. Tyro.
ja fast blind. Woltersdorf. IC3 kämpft sich durchs Dunkel. Der Haltepunkt Woltersdorf.
Luckenwalde. Luckenwalde. Und dann können wir eigentlich auch schon weiterblättern. Ja. Das nächste müsste... Ja, Personenbahnhof war das. Güterbahnhof müsste jetzt noch kommen. Luckenwalde. Schon durch. Luckenwalde Güterbahnhof ist durch. Stockfinster hier. Aber sehr schön, wie der Regen hier an der Seite abprallt. So, mal ein bisschen Licht im Cap machen. Ja, also die 101 ist richtig schön geworden. Gefällt mir sehr gut. Zum Güterbahnhof Jüteborg. Bisschen leer heute Abend. Und hier ist der Personenbahnhof Jüteborg. Kein Halt für uns, weil wir haben es eilig, wir wollen bis nach Zürich. Kann man jetzt nicht überall halten. Eigentlich gar nicht viel zu erzählen zu den Güterzügen. Die fahren halt vermehrt nachts und der Personenverkehr ist weniger. Ich glaube, wir können mal umblättern.
sind schon drüber. So, Niedergörsdorf kommt gleich in 2 Kilometern. Personenbahnhof Niedergörsdorf. Spreche ich das richtig aus? Ja. Betriebsbahnhof werden wir gar nicht so viel mitkriegen, denke ich mal, vermute ich. Ja, nochmal eine Überholung hier. Ne, da haben wir nicht viel mitgekriegt vom Betriebsbahnhof. Lönsdorf an Kilometer 74,7. Ah, die LZB drückt uns runter auf 40. Okay. In 10 Kilometern. Ja, das kommt ganz gut hin. Erstmal Haltepunkt Lönsdorf. Reisen wir auch mal ganz gut Energie wieder ins Netz ein hier. Haben wir genug rausgenommen. Hier seht ihr unsere Energieverbrauch, unsere Bilanz. Niedergönsdorf. Sehe ich das richtig? Niedergörsdorf, Personenbahnhof. Ne, ist ja nicht. Wir sind ja schon weiter. Kieplitz, Haltepunkt Kieplitz war das. Schön, wie hier die Wassertropfen wegen den Bremsen nach unten direkt gedrückt werden. Störung. Das glaube ich aber auch fast, dass hier eine Störung ist. Ja, wir haben irgendwas Langsames vor uns. Nehme ich mal ein bisschen Leistung raus. Gar nicht so viel Gas geben.
83,4. Ja, bei 83 kommt Zahna. So, Strecke scheint wieder frei zu sein. Sehen, ob wir in Zahna irgendwas sehen, was hier die 40 verursacht hat. Nö. Ja, doch, vielleicht der Güterzug, dass der noch nicht drüben war, zum Überholen. Das kann durchaus möglich sein. So, bei 94,2, wir können mal rüber gucken kurz. Lutherstadt-Wittenberg. Da steigen wir ab vom Zug. Da kommt noch Bülzig, Zörnigall, da gucken wir nochmal. Egal. Alte Punkte natürlich, alles beides nur. Ja, das nächste ist schon Lutherstadt-Wittenberg. Leistung habe ich mal weggenommen. Lutherstadt-Wittenberg. Türfreigabe.
Türfreigabe. Türfreigabe. Feste Bremse. Feste Bremse. Feste Bremse, ja. Störung. Okay, Türen auf. AFB nehmen wir auch mal zurück. Ne, geht zurück. Gucken wir mal kurz in die Aufgaben. Ja, Lutherstadt Wittenberg. Wir haben es alles überall gehalten. Das sieht auch ganz gut aus. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich werde mal schauen, ob wir die nächste Aufgabe auch noch fahren. Das ist der City Nightliner 470. Also von hier der Abschnitt zurück nach Berlin. Oder ob wir den überspringen, weil wir haben jetzt das Rollmaterial hier schon gesehen. Ich weiß es noch nicht, ich überlege mir das noch. Kann ja sein, dass da auch noch irgendwas passiert zwischendrin in der Story. Aber es gibt ja noch ein paar andere Aufgaben noch mit dabei. Es sind insgesamt 4 Aufgaben bei Reisezeit Berliner Nacht. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr klickt auch auf das nächste Video oder auf eins davor. Bis dahin, Witz vom Hell.